Null heißt null Belastungen für künftige Generationen. Und deshalb möchte ich sagen, das ist ein Beitrag zu Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt Politik für die Menschen heute und Nachhaltigkeit heißt eben aber auch Politik mit einem Blick auf die künftigen Generationen. Und beides tun wir mit diesem Haushalt, mit der schwarzen Null, mit den Investitionen. Und deshalb ist es eine gute Nachricht für die Menschen in diesem Land.